Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich weiß, es gab sehr lange keine Vlogs mehr, was vor allem daran lag, dass mein Leben nicht sonderlich interessant war die letzten Wochen und es nicht wirklich etwas Vlogging-würdiges gab. Das aber ändert sich diese Woche. Und zwar startet mein Semester ja jetzt von heute an gesehen nächsten Montag. Morgen, für euch morgen. Oh Gott. Es startet auf jeden Fall am 12.10. Und da ich ja den Großteil meines Semesters zu Hause verbracht habe, haben sich einige Sachen noch angesammelt, insbesondere gewisse Dekoartikel, die ich noch irgendwie in meine Wohnung verfrachten muss. Und weil ich einfach mal wieder Bock auf einen Vlog hatte, um ganz ehrlich zu sein, und ich selber sehr, sehr gerne so Umzugs-Deko-Vlogs gucke, dachte ich mir, komm, ich dokumentiere jetzt mal diesen Prozess. Also Plan für diese Woche ist Physik lernen, weil ich schreibe am 13.10. nämlich noch eine Physikklausur. Zweitens Anatomie lernen, weil das Präpsemester ja jetzt langsam bevorsteht und ja, ich nicht komplett unvorbereitet in diesen Kurs reingehen will. Und dann geht es für mich am Freitag hoch nach Münster. Heute haben wir Sonntag, also wir haben jetzt noch die ganze Woche vor uns liegen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was ich in den letzten Wochen alles so gekauft habe, weil das ja so interessant ist. Ja. Das ist die Situation in meinem Zimmer momentan. Und um ganz ehrlich zu sein, so langsam fuchst mich das richtig, weil ich kann einfach nicht gut lernen, wenn es um mich herum nicht aufgeräumt ist. Und dann habe ich sage und schreibe 25 Pflanzen von der Mutter von einer sehr guten Freundin von mir bekommen. Die sind momentan bei uns jetzt noch überall im Haus verteilt. Mal gucken, ob ich die alle bei mir in Münster untergebracht kriege. Hier oben seht ihr ein Prachtexemplar. Also diese ganze Lockdown-Zeit, die hat mich einfach sowas von zur Plant Mom gemacht. Also ich habe wirklich in mir meinen inneren grünen Daumen entdeckt, weil ich früher es tatsächlich geschafft habe, Kakteen eingehen zu lassen, weil ich sie zu wenig gegossen habe. Aber jetzt sieht das anders aus. Und ich finde einfach, Pflanzen geben dem ganzen Raum einfach eine viel gemütlichere Atmosphäre. Und deswegen bin ich schon richtig gespannt, wie dann mein Zimmer bald aussieht mit allen Pflänzchen. Ja, das war's jetzt aber erstmal mit dem Intro, weil meine blöde Schwester und ich, wir sitzen gerade am Esstisch und wollen beide ein. Du Sau, du! Meine Schwester und ich, wir müssen jetzt beide ein bisschen was für Anatomie tun. Und ja, weil meine Schwester ist ja jetzt auch im zweiten Semester, so wie ich. Das ist das Schöne, wenn man mit seiner Schwester im gleichen Semester studiert. Man kann sich zusammen hinsetzen und zusammen lernen. Das haben wir auch über das erste Semester hinweg sehr oft getan und das war schön, oder? Oh. Mann! Sophie. Ja. Mama, Schluss jetzt, ich muss was fragen. Ja, okay. Leute, wir haben den nächsten Tag und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Friseur. Einmal im halben Jahr sollte man dann doch mal den Gang zum Friseur wagen. Ich weiß gar nicht, ob man das so in meinen Videos sieht, aber ich habe tatsächlich extrem lange Haare. Also ich versuche euch das mal zu zeigen. Könnt ihr das sehen? Also wie ihr sehen könnt, ich könnte in der Disney-Verfilmung von Rapunzel mitspielen. Und ich muss sagen, ich tue mich sehr schwer, was Haare angeht, weil ich sie einfach gerne lang trage, so wie sie eben jetzt sind. Das ist so ein bisschen mein Markenzeichen. Ich glaube, die meisten Leute, die kennen mich gar nicht mit kurzen Haaren. Und dementsprechend lasse ich auch immer nur sehr, sehr wenig abschneiden. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt sputen und talk to you later. So Leute, großes Haar-Reveal. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So sieht's jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und was ich außerdem sehr angenehm fand, war, dass es diesmal keine Friseurin war, die irgendwie gesagt hat, oh Gott, da müssen mindestens 30 Zentimeter ab. Oder die einfach zu viel abgeschnitten hat oder so, weil diese Stories, die kenne ich zu Genüge. Und dann sitzt man immer so da mit einer Frisur, die man nicht haben wollte. Und dann wird man gefragt, und wie finden Sie es? Und dann muss man sagen, dass man es schön findet, obwohl man innerlich am Heulen ist. Ja. Erlebnisfrei erfunden. Ich werde mich jetzt mal wieder nach unten begeben und
Anatomie weitermachen. Und danach werde ich dann noch ein bisschen was für Physik machen. Und ich muss sagen, so langsam kriege ich ein bisschen Schiss. Und dann fangen ja auch am Montag die Vorlesungen an und ich schreibe am Dienstag meine Prüfung. Deswegen, ja, muss ich mich jetzt die Tage auf jeden Fall noch ein bisschen dran setzen. Das Video mit der Becky, was von heute an gesehen in einer Woche online kommen wird. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann klickt auf den Abonnier-Button hier unten irgendwo. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich habe dieses, ich sag mal, Format gestartet, bei dem ich eben andere Studenten interviewe. Ich habe mir einfach so gedacht, ja, die ganzen Medizin-Videos ist ja alles schön und gut, aber es soll ja auch Leute geben, die sich für was anderes interessieren. Kaum zu glauben, aber wahr. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, es wäre vielleicht ganz schön für viele Leute, die vielleicht auf der Suche nach einer Alternative sind oder die vielleicht noch gar nicht genau wissen, was sie studieren wollen, einfach mal von Studenten zu hören, wie es wirklich ist, das zu studieren. Besonders, weil ich eben damals in meiner Schulzeit das sehr vermisst habe und wir meiner Meinung nach viel zu wenig zum Thema Berufsorientierung und Studiumswahl ja auf den Weg bekommen, mitgegeben bekommen haben. Ich denke mir halt immer, wenn es eine Sache gibt, die ich gerne machen möchte, dann ist es andere Menschen, besonders junge Menschen, für Bildung zu begeistern und hoffe, dass das Projekt, sage ich mal, ja, da vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen hilft zur Orientierung. Genau, damit mit diesen Worten würde ich mich verabschieden und wir sehen uns morgen. So Leute, ich entschuldige mich für mein nicht so ganz elegant wirkendes Äußeres. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben. Und zwar hatte ich gerade eine 2-stündige Einführungsveranstaltung in die makroskopische Anatomie, aka der PrEP-Kurs. Und ich wollte euch einfach mal ganz kurz ein bisschen davon berichten, weil ich, um ehrlich zu sein, sehr beeindruckt war von der Masse an Informationen, die ich gerade in mein Hirn gekloppt bekommen habe. Und zwar, wie ihr wisst, aufgrund der aktuellen Lage ist es ja relativ schwierig, Präsenzunterricht anzubieten, der tatsächlich konform ist mit der Krankheit mit C. Deswegen musste eben unsere Fakultät extrem viele Vorkehrungen treffen, damit wir den PrEP-Kurs überhaupt so annäherungsweise stattfinden lassen können, wie es die Jahre vorher immer geschehen ist. Und zwar wurde jetzt wirklich von A bis Z alles von vorne bis hinten durchgeplant, also inklusive wer wo wann reingeht, welche Wege wir benutzen sollen, wo wir uns aufhalten dürfen und wo nicht. Also es ist wirklich alles durchgetaktet und man muss eben auch, was die Zeiten zum Beispiel angeht, sehr pünktlich da sein, sehr pünktlich auch aufhören, damit die anderen Gruppen dann eben kommen können, weil es bei uns an der Uni jetzt so ist, dass nicht nur unser Semester preppt, sondern auch das Semester über uns, weil der PrEP-Kurs eben letztes Semester komplett ausgefallen ist. Heißt eigentlich, die Fakultät hatte im Prinzip eine Art Doppelbelastung, weil sie eben nicht nur ein Semester, sondern gleich zwei unterkriegen muss. Naja, und es wird letztendlich so sein, dass ich einmal pro Woche PrEP-Kurs habe für 90 Minuten, dass man diese 90 Minuten allerdings auch nicht komplett am Körperspender verbringen kann, sondern dass man alle 45 Minuten switcht zwischen dem eigentlichen PrEP-Tisch und einem sogenannten Ergänzungstisch, wo dann eben andere Präparate liegen. Das ist natürlich deutlich weniger Zeit im Vergleich zu der Zeit, die andere Semester vor uns hatten zum Preppen. Aber ich bin ganz optimistisch, dass unsere Uni das trotzdem gut regeln wird. Wir haben nämlich außerhalb dieser Veranstaltung auch noch ein Seminar, wo wir eben auch viele Themen noch so erarbeiten werden. Jetzt sehe ich gerade, dass mein Akkuzeichen rot blinkt. Heißt das, diese Kamera gleich ausgeht. Deswegen höre ich jetzt mal auf mit dem Geschwafel und widme mich dem Thorax, den ich heute gelernt habe, beziehungsweise zusammengefasst habe. Oh Gott. Hilfe, so kann ich mich ja nicht zeigen.
So Leute, wir haben Donnerstagabend und ich bin gerade am Packen und es ist mal wieder viel mehr geworden, als was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ja, man fragt sich, wie viel Zeug braucht ein Mensch? Auf jeden Fall habe ich jetzt schon einen kleinen Koffer gepackt für morgen, weil ich morgen von meiner Mama mitgenommen werde und dann in Essen rausgelassen werde und dann in die Bahn steige und dann nach Münster fahre. Und die volle Ladung kommt dann erst am Samstag, weil meine Mama und ihr Freund dann kommen und mir beim Bohren helfen. Weil ich statt nicht kann. So Leute, es ist Freitagmorgen und ich bin gerade dabei, meine Klamotten wieder umzupacken, weil ich einfach wahnsinnig viel jetzt eingepackt habe. Und dann habe ich mir aber so überlegt, ich weiß ja jetzt gerade noch gar nicht, wie viel Zeit ich wirklich in Münster verbringen werde. Das heißt, es wäre vielleicht ganz gut, noch ein paar Klamotten hier zu lassen. Das Doofe eben an so einem Hybridsemester ist, dass man einfach nicht fest irgendwo ist. Besonders eben, wenn man nicht so weit weg wohnt und man theoretisch die Möglichkeit hat, sowohl zu Hause zu sein als auch in der Unistadt. Weil wenn ich jetzt von weiter weg kommen würde, dann wäre es natürlich klar, dass ich in der Unistadt bleiben würde. Ja, und das macht das ganze Gepacke irgendwie ein bisschen schwieriger. So ist die Situation gerade. Das ist mein kleiner Koffer, den ich heute auf jeden Fall mitnehme. Das ist eigentlich auch soweit fertig. Das wiederum ist eine andere Story. Also ich habe hier alles voll. Ich habe hier alles voll. Und wie gesagt, ich wollte jetzt hier noch einmal durchgehen und gucken, was ich davon überhaupt wirklich brauche. Ja, und das ist immer so ein bisschen das Problem bei mir, weil ich immer denke, ich muss für die Apokalypse gewappnet sein und nehme immer dementsprechend viel mit, weil es könnte ja das Wetter sein, es könnte die Veranstaltung sein, hätte, hätte, Fahrradkette und letztendlich habe ich sowieso immer nur den gleichen Pulli an, ne? So läuft das dann bei mir. Die Kamera ist schon eingepackt, deswegen werde ich jetzt auf meinem Handy erstmal weiter filmen. Aber ich bin offiziell fertig mit Packen. Ich habe jetzt auch alles schon in den Flur gestellt, damit wir das gleich einfach alles nur noch einpacken müssen. Warte jetzt noch auf meine Mama, die jetzt langsam gleich mal aufschlagen sollte, hoffentlich. So sieht das Ganze jetzt aus. Und halt draußen noch meine Pflanzen. So Leute, das Auto ist vollgepackt und wir haben es tatsächlich geschafft, alles ins Auto irgendwie reinzukloppen. Ich bin sehr stolz auf uns und unsere Packtechniken, beziehungsweise unser Auto ist echt so ein Secret-Ladeauto. Also da passt einfach richtig viel rein und es sieht von außen gar nicht so aus. Genau, ich warte jetzt noch auf meine Mutti, die muss jetzt noch packen und dann geht's ab. Und ich wollte euch ja noch erzählen, was heute Abend noch so ansteht. Und zwar wollte ich mit meiner Klinikgruppe, beziehungsweise nein, ich muss euch erst erklären, was eine Klinikgruppe ist. Also, wegen Krankheit mit C sind wir alle in sogenannte Social Bubbles eingeteilt. Das heißt im Prinzip, das sind 24 Leute, also wie so eine Art Klasse. Und mit diesen Leuten werden wir im Prinzip alle Kurse haben dieses Semester. Und die Idee dahinter ist, dass man sich eben nicht mischt mit den anderen Social Bubbles und somit, falls es zu einem Ausbruch kommen sollte, nur eine Bubble aus dem Verkehr ziehen muss und nicht die gesamte Fakultät. Und die einzelnen Social Bubbles sind wiederum eingeteilt in Klinikgruppen mit jeweils 6 Leuten. Und innerhalb meiner Klinikgruppe hatten wir halt überlegt, ob wir heute Abend Cocktails trinken gehen. Mal gucken, ob ich da überhaupt irgendwas vloggen will, weil wisst ihr, wenn man die Leute neu kennenlernt, dann will man denen nicht direkt die Kamera in die Fräse halten. Weil das wäre mir dann auch ein bisschen unangenehm und denen bestimmt auch und das wäre einfach weird und deswegen, genau. Und morgen ist dann unsere offizielle Begrüßung und unser Campus-Rundgang. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ich hoffe, das Wetter ist morgen besser als jetzt, weil es ist wirklich durchgehend am Regnen. So, Freunde, wir sind on the road und guckt euch bitte mal. Okay, nein, das kann man jetzt nicht gut sehen, aber das ganze Auto ist voll. Es sieht gerade leerer aus, als es ist. Einfach nur, weil da nicht so viel steht.
Geschäftsdamen gekommen. Ich habe jetzt noch schnell was eingekauft für die paar Tage jetzt. Und gleich kommt dann auch schon eine Freundin von mir. Dann machen wir uns zusammen fertig und dann loszuziehen. Und ja, ich bin gerade einfach ein bisschen noch im Stress, weil ich so vom einen zum anderen gerannt bin, gefühlt. So Leute, es ist kurz vor eins. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil meine Mitbewohnerin schon schläft. Auf jeden Fall tut es mir mega leid, dass ich nichts mehr gevloggt habe. Aber es war einfach ein bisschen hektisch heute Abend. Ich war dann ja einkaufen und direkt danach kam dann eben auch meine Freundin. Wir haben uns fertig gemacht und haben dann gerade eben ein paar Cocktails getrunken mit den Mädels aus der Klinikgruppe. Ja, es war jetzt ein kleiner Fail und zwar hatte ich meine Powerbank dabei und habe die in die Tasche von meiner Kommilitonin getan, weil meine eigene Tasche zu klein war. Ratet mal, wer jetzt sein Ladekabel vergessen hat. Jetzt gerade probiere ich provisorisch mit meinem iPad-Kabel mein Handy aufzuladen. Klappt auch eigentlich ganz gut. Ich hoffe einfach, dass morgen der Wecker dann auch wirklich angeht, weil morgen ja der Campusrundgang stattfindet und da will ich schon ganz gern dabei sein. Ach so, und dann habe ich auch noch meine Abschminktücher vergessen. Musste mich gerade mit Handseife abschminken. Ich sehe es schon kommen. Ich muss morgen um 7 Uhr zum Rewe rennen und richtige Abschminktücher kaufen, weil ich dann aussehe wie ein Panda. Ich bin auf jeden Fall jetzt echt ganz froh, dass ich im Bett bin. Ich bin nämlich wirklich total todmüde von dem ganzen Tag. Und ich muss auch sagen, so die letzten Tage konnte ich einfach innerlich überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Da habe ich gar nicht, oder beziehungsweise noch gar nicht in diesem Video drüber geredet. Vielleicht mache ich das morgen mal, wenn es nicht so spät ist, wenn ich nicht so müde bin, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, auf jeden Fall, die letzten Tage waren einfach sehr viel auf einmal, sehr viele Eindrücke auf einmal. Ich freue mich schon auf den Sonntag, weil das wirklich so der einzige Tag sein wird, wo ich ein bisschen zur Ruhe kommen kann, ein bisschen einfach langsam angehen lassen kann. Jetzt erstmal gute Nacht, wir sehen uns. So, Freunde, erstmal excuse the mess in the background. Ja, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt das erste Mal ein bisschen Zeit, mal wirklich irgendwie zu quatschen, sag ich mal. Auf jeden Fall, ja, wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen, wie es heute war. Und zwar war ich heute das allererste Mal tatsächlich an der medizinischen Fakultät. Das erste Mal in einem Hörsaal, beziehungsweise nein, nicht das erste Mal in einem Hörsaal, aber das erste Mal in einem Hörsaal an der Uni Münster. Und dann war eben unser Dekan da und hat nochmal so eine Art Begrüßungsrede gehalten. Wir haben natürlich im ersten Semester per Zoom auch schon mal eine von ihm gehört. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man das in Real Life hört. Das fand ich wirklich auch sehr schön, also die Worte, die er so gewählt hat. Und genau, dann haben wir... Wo ist es denn? Dann haben wir natürlich Jutebeutel bekommen von der Fachschaft mit einigen Goodies drin. Genau, danach hatten wir noch einen Campus-Rundgang bzw. so eine Rundführung, auch mit Leuten von der Fachschaft, wo uns dann einfach mal alles gezeigt wurde, wo was liegt. Ich muss sagen, die medizinische Fakultät, also die ganzen Gebäude, die sind richtig schön angelegt. Es ist wirklich eine ganz schöne Umgebung. Man muss nirgendwo super weit hinlaufen oder mit dem Fahrrad fahren. Es ist alles recht einem Haufen, sag ich mal. Aber es ist schon verwirrend am Anfang, also ich glaube, ich werde da noch sehr viel mit Google Maps erstmal rumlaufen, aber das wird sich schon geben, denke ich mal, in den kommenden Semestern. Ja, dann habe ich natürlich auch mal meine Social Bubble komplett mal kennengelernt, beziehungsweise man hat jetzt auch nicht so Zeit, mit allen zu quatschen, aber ich glaube allgemein ist es echt eine coole Truppe und ich bin gespannt auf das kommende Semester. Ich muss sagen, ich habe immer, und darüber wollte ich jetzt einfach ein bisschen noch reden, weil ich so das Gefühl habe, dass es vielleicht anderen Leuten auch so geht, jetzt nicht nur im Sinne von Uni, sondern vielleicht auch allgemein. Und zwar, ich bin tatsächlich ein sehr sozialer Mensch. Ich mache gerne was mit anderen Menschen, ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich bin nicht so der alleine Typ, aber ich
bin gerne mit, ich sag mal, vertrauten Menschen zusammen. Also ich fühle mich super wohl in meiner Freundesgruppe, natürlich auch mit meiner Familie und so. Aber wenn es dann darum geht, neue Leute kennenzulernen, dann habe ich immer das Gefühl, sehr viele Studenten sind da sehr, ich sag mal, sehr extrovertiert und freuen sich total, ganz viele neue Leute kennenzulernen. Und das kann ich natürlich auch verstehen und ich freue mich auch, neue Leute kennenzulernen, also don't get me wrong, aber ich muss sagen, dass ich manchmal schon ein bisschen so, ich sag mal, mit so einer gewissen Social Anxiety zu kämpfen habe, wo es für mich manchmal irgendwie ein bisschen mehr, ich sag mal, Stress bedeutet. Einfach was zum Beispiel diese sozialen Erwartungen angeht, auch wenn natürlich da jetzt niemand hinkommt und sagt, wer bist du denn oder so, so ist das natürlich nicht, aber man beschnuppert sich jetzt erstmal, ne? Man lernt sich jetzt erstmal kennen und natürlich möchte man sich irgendwie von seiner besten Seite präsentieren und es sind so viele neue Eindrücke und ja, da muss ich sagen, da bin ich oft vorher ziemlich nervös und habe auch sehr schnell irgendwie Angst, dass ich irgendwie blöd rüberkommen könnte oder dass mich jemand nicht mögen könnte und ich weiß, das klingt alles irgendwie total kindisch und total auch vielleicht auch unbegründet, weil man ja meinen sollte, okay, wir sind hier an der Uni, wo jetzt niemand mehr irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so direkt irgendwie, ich sag mal, blöd zueinander ist oder so. Aber ja, ich wollte da einfach nochmal ein bisschen drüber reden, weil es für mich die letzten Tage schon, also ich war schon recht angespannt einfach, weil ich das Gefühl hatte, man kam so aus dem, ich sag mal, aus der gewohnten Umgebung und durch das Online-Semester war man natürlich auch, also ich zumindest größtenteils zu Hause und wurde auf einmal so reingeschmissen in das Ganze und ja, das ist natürlich auf der einen Seite sehr aufregend, aber auf der anderen Seite geht es schon für gewisse Leute, glaube ich, mit einer gewissen Anspannung einher. Aber ich glaube, genau diese Leute sind dann auch die Leute, die das aber auch nicht so ausdrücken. Einfach, weil sie vielleicht auch nicht falsch rüberkommen wollen und nicht irgendwie so klingen wollen, als ob sie irgendwie gar keine Lust auf das alles hätten oder so. Was ja auch nicht so ist, aber deswegen dachte ich, tue ich das mal in dieses Video rein, weil ich denke, dass ich vielleicht in meinen Videos extrovertierter und selbstbewusster rüberkomme, als ich in Real Life eigentlich bin. Zumindest habe ich das schon öfter gesagt bekommen und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass es nicht so ist. Und dass ich euch natürlich auch immer nur einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben zeigen kann, beziehungsweise möchte. Und ja, dass hinter der Fassade noch ganz viel anderes liegt an Gedanken und Einstellungen und auch natürlich Ängsten und Sorgen. Und das möchte ich euch auch nicht vorenthalten und hoffe, dass das vielleicht den Leuten hilft, die vielleicht da auch ja, einfach so ein bisschen nervös sind oder denen das auch schnell zu viel ist, die dann auch schnell einfach wieder ein bisschen Ruhe brauchen. Also ich kann das einfach auch nicht so gut, wenn wirklich ständig was hintereinander kommt, ohne dass ich mal eine Zeit hatte, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ja, so sind die Menschen verschieden und das ist auch alles okay, so wie es ist. Und ich glaube, das muss ich mir selber auch nochmal öfter sagen, dass es okay ist, ne, wenn man irgendwie mal Ruhe braucht, wenn man sich mal nicht treffen möchte oder so und dass man sich nicht für alles rechtfertigen muss oder so. Damit habe ich sehr lange Zeit gestruggelt und struggle ich auch immer noch, vor allem weil ich so ein, ich sag mal, People-Pleaser bin, also jemand, der möchte, dass andere Leute sich wohlfühlen, dass andere Leute glücklich sind, aber das sollte eben nicht auf die Kosten der eigenen Glücklichkeit gehen. So, genau, so viel zu dem Thema. Genau, ich werde mich jetzt tatsächlich an dieses Video setzen, was ihr gerade hier seht, weil ich noch überhaupt nicht dazu gekommen bin, irgendwas da zu schneiden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das jetzt am Sonntag rausbringen kann. Und dann wird meine Mama schon bald hier aufschlagen und dann geht's weiter an das Wohnungsprojekt. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich heute Abend einfach im Bett liege und schlafen kann. Ja, wie ihr seht, ich bin ein bisschen müde. Okay, Freunde, Update. Meine Mama kommt wohl jetzt in 15 Minuten, also wird das nichts mehr mit dem Video schneiden. I'm sorry. So, Freunde, Update. Das Zimmer ist ein Mess, aber die Pflanzen hängen. Und dieses Teil hängt. Und der Spiegel hängt. Und die Lichterkette hängt. So.
So Leute, ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe tatsächlich jetzt erst überlegt, zeige ich euch das ganze Zimmer jetzt oder mache ich nochmal eine separate Roomtour? Und da ich selber sehr gerne Roomtouren gucke, habe ich mir gedacht, komm, mach's eine separate, vor allem, weil das Video wahrscheinlich eh schon viel zu lang ist. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch was essen mit meiner Mama und ihrem Freund. Und ja, den Rest des Abends werde ich dann einfach nur chillen. Guck, wer mir gerade angekommen ist. Mein neuer Freund. Das ist der Fridolin. Er hat sich direkt meine Jacke geschnappt. Unverschämt. Den guten Fridolin haben wir jetzt gerade bei strömendem Regen abgeholt, aber hat dir ja nicht geschadet, ne? Übrigens, meine Mama und ihr Freund, die sind jetzt auch weg. Und damit würde ich tatsächlich jetzt den heutigen Vlog, beziehungsweise den dieswöchigen Vlog, beenden. Ich werde jetzt den Rest des Abends recht entspannt hier einfach verbringen und vor allem mein Video, was ihr gerade guckt, bearbeiten. Genau, und dann habe ich vor, euch nächste Woche tatsächlich wieder mitzunehmen durch die erste Uni-Woche im zweiten Semester. Also, stay tuned, falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bisschen Eigenwerbung muss ja auch mal sein. Ja, und dann bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!